Ja, ich finde, es hat erstmal schon mal sehr interessant angefangen mit unserem Innovation Breakfast über KI. Und es fand ich einen sehr guten Auftakt. Zeigt, dass die Branche offen ist für neue Technologien. Und ich glaube, das kommt jetzt ins Rollen, auch wenn wir immer noch in der Pilotphase sind. Davon wollen wir weg. Aber die Branche ist dafür offen. Und ich bin dem sehr positiv gestimmt. Also ich bin ja auch hier als PropTech-Beauftragte, als Co-PropTech-Beauftragte mit unterwegs. Und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, wir sehen das beim Award, beim PropTech of the Year Award, ja, dass da spannende Themen auch präsentiert wurden, die ja auch bei der Branche ankommen. Und ich glaube, das war auch eines der Kriterien, nach denen sie bewertet wurden. Auf jeden Fall haben die PropTechs einen sehr großen Einfluss auf die Transformation der Branche. Also ich glaube schon, es ist eine angespannte Lage aktuell. Ja, wir befinden uns immerhin in einer Immobilienkrise und das bekommen wir, glaube ich, auch an allen Ecken und Enden zu spüren. Ich spreche mal aus der Perspektive der PropTechs. Die PropTechs sind es gewohnt, dass es so und so geht, auf und ab. Und ja, ich glaube, das werden wir auch hinkriegen. Es gibt halt jetzt andere Faktoren, worauf man sich konzentriert, ja, dass man halt mehr so die Profitabilität jetzt im Blick hat und nicht so stark jetzt auf den Umsatz setzt. Aber da helfen natürlich die Etablierten und da helfen gemeinsame Projekte, die wir stemmen. Und deswegen ist es ein perfekter Ort, eine Möglichkeit, diese auch zustande kommen zu lassen.